Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt Venetica. Ja, daher, dass ich notgedrungen mein Projekt Nerim am Rande des Schicksals aufgeben musste und ich das gerade im Regal stehen hatte, habe ich mir gedacht, warum nicht das aufnehmen, weil ich das Spiel sowieso noch nie gespielt habe und es, ja, mich einfach mal interessiert, um was es in diesem Spiel eigentlich geht. Ja, und deswegen ist es blind, wie ihr schon gehört habt, mehr oder weniger. Und ja, ich will da auch nicht länger fackeln. Fangen wir einfach mal an und lass uns überraschen. Ist es vollbracht? Das Blut ist verschwunden. Sind wir noch in der Welt der Lebenden? Ja, das sind wir. Wir werden für immer hier sein. Es sei denn, ich fühle eine schwache Präsenz. Ein kleiner Funke nur, aber er könnte alles zu Fall bringen. Aber du sagtest, dass uns niemand gefährlich... Wir müssen den Grund finden und vernichten. Was immer du wünschst, mein neuer Fürst. Doch wo sollen wir suchen? So, dann war das anscheinend die Einführung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das schon alles gewesen sein soll, weil viel kommt da jetzt nicht. Ah, heute geht's also doch weiter. Ich kann nicht glauben, dass schon Mittsommer ist. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und ich kann noch so viel davon mit dir verbringen. Es scheint nie genug zu sein. Du weißt, ich muss morgen los. Also, hast du über mein Angebot nachgedacht? Ja, und ich würde liebend gern mit dir kommen. Aber ich glaube nicht, dass ich kann. Es ist nicht meine Bestimmung, ein Held zu sein. Aber meine Bestimmung ist es, an deiner Seite zu sein. Sag nur ein Wort und ich bleibe hier bei dir. Nein, Benedikt, du kannst nicht hier bleiben. Ich meine, schau dich an, in dieser glänzenden Rüstung. Du darfst deine Zeit nicht in diesem Dorf verschwenden. Geh und fang mit deiner Ausbildung an. Es war schon immer dein Traum. Ich dagegen gehöre hierher. Egal, was die Leute sagen, das hier ist meine Heimat. Ich bin kein Abenteurer. Keine Sorge. Die Welt zu retten hört sich für mich viel einfacher an, als dir all das zu geben, was du verdienst. Ich werde nicht lange weg sein. Versprochen. Vorsicht! Versprich nichts, was du nicht auch halten kannst. Benedikt! Komm mal her! Irgendwas stimmt nicht! Paul, du suchst dir wirklich immer den ungünstigsten Zeitpunkt aus. Und du bleibst genau hier. Nicht weglaufen. Was? Wer sind diese? Oh nein! Lauf um euer Leben! Den Charakter zu bewegen. Nutze die Maus, um die Richtung zu ändern. Bla bla bla. Kennt man ja nicht anders. Also, tun wir genau dies. Rennen wir also über die Brücke. Na gut. Oh scheiße. Wo. Das ist also gleich so hart. Ich bin gleich bei dir. Na, da stehen wir wieder. Nein, nein, Hilfe! Irgendwer, hilf mir! In deiner Nähe ist ein Gegenstand, benutze die Aktionskraft der Maustaste, um den Gegenstand aufzuheben. Das ergeht total mit dem Auer. Mit dem Aktionskraft kannst du rotieren, aber dann leicht interagieren. Jo. Schürhack. Das ist der Erzhaft. Drücke E, um sie zu ziehen. Und so weiter und so fort. Okay, irgendwie müssen wir aber mal die Mauseinstellung ändern, das ist etwas zu langsam. Also die Produktregale. Ja, wow. Okay.
Ja, das ist viel angenehmer. Hey, das war ganz ziemlich eindeutig. Aber was soll man machen? Das ist so ungewöhnlich, dass sie so einfach da drauf tritt. Komm nur her! Trau dich! So, was können wir denn hier so durchsuchen? Eine Schränke, nichts mehr dazu. Eine Pfanne, nur die Pfanne. Okay, so fein. Hier, genau. Was hat er denn dabei? Gott, steige dein Recht. Ach! Ja. Das ist ein Unzahl. Kannst du helfen? Ja, das ist ja klar. Ja. Oh, das war ein Zeug. Ja. Ich denke mal auf die 1. Falls noch was passiert. So. Ist noch irgendwas? Ich glaube, natürlich nicht. Oh, welche Glück. So, wieder eine Sequenz. Hoppla. Na, das war ja nicht so weit. Haben wir es nur abbekommen? Ja. Was? Schade. Benedikt? Das war nicht so leicht, wie ich dachte. Nein, nein, das kann nicht sein. Du bist in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Tu mir das nicht an. Bitte. Ich werde bei dir sein. Auch raus? Immer. Oh nein. Toll. Oh hey, wie soll ich dich wütend? Jetzt kann man noch schön mit dir drinnen dreschen, schätze ich mal. Meine Tochter. Hä? Wer bist du? Dir bleibt keine Zeit, um deinen Verlust zu beweinen. Hä? Was ist das hier? Ein Traum? Nur du stehst zwischen dem Leben und der ewigen Dunkelheit. Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das alles? Du besitzt Kräfte, derer du dir noch nicht bewusst bist. Diese Kräfte musst du beherrschen lernen. Das ist dein Schicksal. Kräfte? Ich besitze keine Kräfte. Mein Geliebter ist gestorben und ich konnte nichts dagegen tun. Ich bin keine Kriegerin. Wie konnte das alles nur passieren? Du wirst alles erfahren, schon sehr bald. Für den Augenblick aber muss dir genügen, dass du weißt, dass du stark werden wirst und das Schicksal deiner Welt entscheiden kannst. Meiner Welt? Es gibt nichts mehr, was mich in dieser Welt halten kann. Was auch immer es ist, von dem du sprichst, es wird ohne mich geschehen müssen. Meine Tochter, höre mir genau zu. Ich werde dir Macht geben und Schutz.
Damit wirst du Großes bewirken können. Du kannst Menschen wiedersehen, die deine Welt verlassen haben. Benedikt! Oder du setzt deine Macht ein, um diejenigen zu zerschmettern, die dir und den Menschen, die dir nahestehen, dies angetan haben. Tröstet dich das? Oh, können wir mit ihm reden. So, ich will Rache, ich bin noch unentschlossen und ich will Benedikt wiedersehen. Nein, ich sinne auf Rache. Ja, gib mir die Macht, Rache zu nehmen. Also auch wenn ich gerade nicht so begeistert bin, nach der du strebst. Wie dem auch sei, deine Beweggründe sind für mich nicht von Bedeutung. Solange du meine Aufgabe erfüllst, finde das Versteck der Mondklinge, die ich vor langer Zeit für dich hinterlassen habe, und setze sie ein, um nach Venedig zu gelangen und den untoten Fürsten zu besiegen. Mondklinge? Welcher untote Fürst? Von nun an werde ich über dich wachen. Und niemals könntest du einen stärkeren Verbündeten als mich an deiner Seite haben. Und nun schlafe, meine Tochter. Genau. Aber ich habe noch so viele Fragen. Schlafe. Mit dem Anbruch des Tages wird deine Last sich lindern. Aber... Schlafe. So, wo wachen wir denn auf? In einem Häusele. Du bist wach. Es tut mir alles so leid für dich. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Benedikt starb. Und dann traf ich... Ich glaube, es war der Tod. Er sagte mir, ich solle eine Waffe finden und nach Venedig gehen. Ich bin so verwirrt. Auch wenn ich es noch so sehr wünschte, Liebes. Es war kein Traum. Benedikt ist tot. Aber ich fühle noch immer seine Gegenwart, als wäre er bei mir, genau hier. Viele Tote sind seit letzter Nacht zu beklagen. Auch mein Jol wird niemals nach Hause zurückkehren. Ich fühle mich ganz benommen. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Das wird vergehen, ganz sicher. Und jetzt solltest du dir erst einmal etwas Neues zum Anziehen besorgen. Am besten du fragst Matteo. Seine Tochter ist ungefähr in deinem Alter. Matteo. Der Schmied am Ende der Dorfstraße. Ach, du bist wirklich durcheinander. Er kann dir auch einiges über Klingen erzählen. Ach, er ist Schmied und weiß was über Klingen, wer hätte das gedacht. So. Ja. Ich würde sagen, ich will jetzt mal wissen, was da überhaupt passiert ist. Vielleicht weißt du ja was. Was ist letzte Nacht passiert? Es sind finstere Mächte, die dich suchen. Ich habe immer versucht, dich zu beschützen, als wärst du meine eigene Tochter. Doch nun bist du hier nicht mehr sicher. Du musst uns verlassen und dich an einem anderen Ort verbergen. Was für finstere Mächte. Du musst mir mehr erzählen. Gift und Galle. Keine weiteren verfluchten Worte werde ich in den Mund nehmen. Doch vergiss niemals. Dinge streifen durch unsere Welt, die aus der Hölle selbst stammen. Und keine Klinge der Lebenden kann dich je vor ihnen schützen. Wenn du sie siehst, diese Teufel und Dämonen, dann lauf. Lauf so schnell du kannst. Du bist nur ein schwaches Kind und wirst nicht gegen die Gefahren dieser Welt bestehen können. Und nun geh. Alles klar. Also wenn uns ein Dämon begegnet, rennen wir rasch in den Herd. So. Was können wir mal aussuchen, warum er sich nicht genug bent? Nach der Mondklinge fragen über meine Familie. Ich würde sagen, wir gehen jetzt. Später. Man kann bestimmt noch später noch mit dir reden. So. Ja, das war eindeutig ein Traum, dass ja alles kaputt gegangen ist. Das war ja alles schon vorher so. So, was haben wir denn hier? Können wir da irgendwas mitnehmen? War ja irgendwie zu erwarten, dass da nichts ist. Ben, kannst du ja dann. Okay. So. Okay. Jetzt sind wir in diesem Dorf und können uns endlich mal frei bewegen. Das tut sehr gut. So, kommen wir da rein? Nee, ist auch leicht kaputt, die Tür. Okay. San Pascal. Aha. Ach ja,
ja, wir befinden uns in Italien, für alle, die das jetzt nicht vermuten. Nein. Okay. Ich will eigentlich, ja. Okay, nie gemerkt. Ich tue sonst immer eins oder sowas. Okay. Warum kommt denn das nicht kaputt machen? Okay. Aber ich hätte es. Hey, Scarlett! Ich muss mit dir sprechen. Okay, oh, jetzt nicht. So, was ich sagen wollte, ist sicherlich aufgefallen, dass der Tod von vorhin sollte ziemlich ähnlich sein. Das hat mich irgendwie total an den erinnert. Weißt du warum? Wahrscheinlich wegen der langen Tour. Egal. So, was will der Typ? Vielen Dank für deine Hilfe. Trotzdem musst du das Dorf verlassen. Wir sind nicht mehr sicher, solange du da bist. Was meinst du damit? Diese Assassinen. Wir wissen noch immer nicht, woher sie kamen. Aber sie haben nach einem Fremden gesucht. Und du bist das einzige Findelkind des Dorfes. Die einzige ohne Verwandte. Sie sind wegen dir gekommen. Oh, und geh den Patrono-Brüdern aus dem Weg. Die machen dich für alles verantwortlich, was passiert ist. Und haben geschworen, Rache an dir zu nehmen. Okay, danke für den Druck. Nein, doch mal nützlich, dass wir geredet haben. So. Soll ich das... Sieht ziemlich verdächtig aus, diese Steine hier. Hätte sein können. Sehen wir alle irgendwie so aus. Naja, egal. So, kann man nicht die... Stimmt, das Spiel ist ab 12. Das ist ja auch nicht ein Tropfen Blut. Nein, das Spiel ist das diese Kontrolle? So viele gute Männer sind tot. Wer soll jetzt bloß das Kupfererz in der Mine abbauen? Aber echt. Ja, wir haben ja auch. Was wird die denn machen? Kaufen oder kaufen? Ja. Okay, hey, hey, stopp, was? Schlafwandelst du? Du laufst mit deinem zerrissenen Nachtgewand in der Wildnis rum? Es sind immer noch Verbrecher da draußen. Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du wenigstens etwas tragen, über das du nicht stolperst. Die Tochter des Schmieds ist ungefähr in deinem Alter, habe ich gehört. Ich könnte dir vielleicht passende Kleider geben. Allerdings kommt die Tochter nach dem Vater und ist eher der rustikale Typ. Boah, ich bin ein tolles Outfit. Ach, weißt du, wie geil das ist, hauptsächlich eine Kleidung. So, das ist dann Matteo. Kannst du mir noch vielleicht noch irgendwas zu klauen, bevor wir den ansprechen? Hey, das sieht doch nach Natur aus. Ja, das Hemd. Das hat sich da doch gelohnt. Gibt's vielleicht noch mehr? Vielleicht, aber vielleicht ist hier noch einer. Was hab ich gesagt? Geiles. Was haben wir hier? Räucherschinken. Honigpilz. Und Gold. Gibt's noch hier noch? Auf die Gegnerin, ja. Hallo. Hallo. Komm weg mit mir. Ach. Kupfererz. Kupfererz. Und noch mehr Kupfererz. Kupfererz ist zum Abwinken. Immer her mit, immer her mit. Und her mit. So, noch mehr? Kann irgendwie. Oh, oh. War das eine gute? Oh, oh. Vielleicht sollten wir doch besser rausgehen. Ich glaube, die schauen wir uns wirklich eher später an. Und holen uns erstmal ein paar passende Kleider und labern erstmal mit dem Matteo. Bevor wir hier uns auf das nächste Abenteuer stürzen oder. Stürzen und sterben und was auch immer. Also, zurück zur Schmiede. Okay. Alles klar. Hey Scarlett, komm herein in meine schöne Schmiede. Tut mir leid, dass es ein bisschen unordentlich ist. Seit letzter Nacht ist das Dach etwas undicht. Ach was. Und mein Gehilfe ist in einige Pfeile hineingestolpert. Und schließlich musste ich noch meine Schmiedezange auf dem Kopf eines Angreifers zerbrechen. Aber ansonsten ist hier alles in bester Ordnung. Also, was kann ich für dich tun? Ich will Kleidung. Ich brauche neue Kleidung.
Naja, meine Tochter ist ungefähr in deinem Alter. Ach was. Du könntest etwas von ihren Kleidern haben. Die sind in einer Truhe in meinem Haus, das schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite steht. Du kannst sie gern mitnehmen, aber ich sollte sie erst auf deine Größe anpassen, bevor du sie anziehst. Also komm damit nochmal hier vorbei. Okay, dann gehen wir ins Kleidungsbüro. Zuerst. Ja. So, was haben wir hier? Kleines gefunden. Goldring. So. Ein Goldring. So, kann man damit irgendwas an? Na, super. Das hat sich gelohnt, ja. Tatsächlich. Hätte sein können, dass er magisch ist. Na gut. Matthäus Haus. Jo. 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 So. So. Hoppla. Und jetzt? Ah, ja. Über Bestien. Port. Warum nicht? So, was haben wir hier Feines? Nichts. Ist ja der Wahnsinn. Was hier alles gegeben wird. Fünfte Karten. Das ist doch gar nicht so schlecht. So. Noch irgendwas? Nein, 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 nein. Nicht ins Bett. Nicht ins Bett. Nicht ins Bett. Es ist helllichter Tag. So. Wo sind jetzt hier die Truhen? Die sollten doch Truhen sein. Irgendwo. Irgendwo hier. Finde ich das auch nicht nett. Wo sind die Truhen? Nee, da ist auch eine unsichtbare Wand. Hä? Das gefällt mir gerade gar nicht. Vielleicht müsste ich ja noch irgendwie einen Patch runterladen. Am besten ich guck da mal im Internet nach. Das gefällt mir gerade gar nicht. Gut, das heißt, dann wollte es mir hier einen Aufnahmestopp machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.